willkommen zu einer weiteren Folge Minecraft Helden. Leute, heute ist die krasseste Folge überhaupt bis jetzt. Ich bin super nervös. Ich hoffe, man merkt es nicht zu krass, denn ich kämpfe gleich gegen Riney. Und ihr seht, ich habe noch zwei Herzen. Dann würdet ihr euch jetzt ja denken, ja gut, Ryan, wenn du stirbst, ist nicht so schlimm. Dann hast du noch ein Herz, dann bist du immer noch im Projekt drin. Aber das stimmt leider nicht ganz. Wenn ich gegen Riney verliere, bin ich aus dem Projekt draußen. Ist eine etwas längere Geschichte. Alle, die ja die ganzen Heldenvideos bei mir verfolgt haben, wissen genau, was los ist. Aber ich erkläre es für die anderen nochmal in Kurzfassung. Und zwar habe ich den Anti-Helden mal geholfen, habe Ärger mit den Ampelkriegern dafür bekommen und die meinten, yo, als wieder gut machen, musst du gegen Riney antreten und ihn im PvP besiegen, aber wenn du verlieren solltest und gegen Riney stirbst, ich habe einen Timeout, was ist jetzt los? Das darf gerade nicht, Das darf vielleicht nicht im Fight passieren, Mann. Okay, ganz komisch, da sind wir aber wieder auf dem Server. Wenn ich gegen Riney verlieren sollte, kriege ich von den Ampelkriegern noch eine Strafe und zwar Tod durch Amboss. Und weil das ein Spielerkill ist oder ein Amboss-Kill als Kill zählt, wäre ich dann draußen. Dann hätte ich minus ein Herz durch Riney und minus ein Herz durch Ampelkrieger. Dann wäre ich auf 0 Herzen. Das heißt, ich muss den Fight heute gewinnen. Ich habe auf jeden Fall ordentlich trainiert mit Tridan. Ich habe noch mit Flo und Ben gestern Abend oder gestern Nacht noch ein bisschen trainiert. Und ich denke, dass ich vorbereitet bin, Leute. Ich muss jetzt nochmal meine Rüstung hier reparieren. Alter, ich weiß gar nicht, ob ich genug Level habe, sehe ich gerade. Das kostet 17 Level, hä? Was? Wieso kostet das so viel Level? Okay, ich muss mal schnell zur Ampelkrieger-Base Level farmen und meine Rüstung reparieren. Der Fight geht aber gleich los. Das hätte ich nicht gedacht, dass das so viele Level kostet. Das wird leider super knapp jetzt, Leute. Wir müssen uns beeilen. Gut, dass Easy diese Eisstrecke hier gemacht hat. Dann sind wir ein kleines bisschen schneller. Lasst, by the way, gerne auf jeden Fall jetzt schon mal. Oh mein Gott, da läuft mir so ein Gamer entgegen. Ich muss aber. Ich fahre einfach ab. Ich habe keine Zeit. Das war Sue, glaube ich sogar. Aber egal, ich muss schnell los, Leute. Lasst gerne jetzt schon mal ein kostenloses Abo und ein Like da für diese heftige Minecraft-Helden-Folge, Leute. Wir müssen mal schauen, was ich mache. Riney hat auch das Seelenamulett nämlich. Ich weiß noch nicht, ob er damit kämpft. Wenn er damit kämpfen sollte, habe ich schon überlegt, wenn ich das gewinne, gebe ich das eventuell Flo oder Russik. Denn die haben beide nur noch zwei Herzen und wenn einer von denen den Kampf verlieren sollte, hat er nur noch ein Herz. Das heißt, falls einer von den beiden den Kampf verliert, gebe ich ihm das Amulett, damit er wieder zwei Herzen so gesehen hat. Ich möchte den Ampelkriegern ja auch nochmal zeigen, dass ich wirklich zu 100% loyal bin und wenn einer von denen auf ein Herz runter ist und ich habe das Amulett, kriegt er das instant. So Leute, da sind wir auch schon in der Base und jetzt muss ich ganz schnell hier Level farmen. Ich habe, glaube ich, leider vergessen, einen Amboss mitzunehmen. Total dumm. Ja, und hier ist kein... Ah doch, hier ist doch ein Amboss. Perfekt. Okay Leute, ich habe Rüstung ready, komplett repariert, Schwert repariert. Wir gehen jetzt direkt los. Meine Axt ist nicht repariert, aber ich denke mal nicht, dass sie kaputt gehen wird. Und ja, wir müssen direkt los, Leute. Ich habe keine Backup-Rüstung. Das heißt, ich muss jetzt mit meiner Dia-Rüstung dahin und kassiere eventuell schon ein bisschen Damage. Dann ist sie nicht auf 100%. Das heißt, ich muss im Fight gegen Riney top performen, weil meine Rüstung eventuell so ein kleiner kaputt geht. Mein Helm ist vor allem nur auf 99% und der Helm ist das, was als erstes kaputt geht. Das ist schon ein kleiner Nachteil, aber ich habe keine Zeit mehr, um den noch zu reparieren. Da bräuchte ich auch nochmal Level für. Seid ihr ready, ready, ready? Aber sowas von. Seid ihr ready? Ich weiß nicht, Jungs. Egal, wie es heute ausgeht. Russik, was sagst du zu Ryan mit Rüstung mit einer 99% Fighter? Nicht cool. Mein Helm ist ein bisschen damaged. Ich hoffe, er nimmt es so cool wie seine Brille in seinem Skin. Guck mal, Ben macht gerade Anmod. Hey, oh, guck mal, willkommen zu einer neuen Folge Minecraft. Hey. Ich mach Damaged Armor Challenge, Leute. Oh. Ja, Jungs. Aha. Jungs, Feuer schon die Rüstung. Geht ab. Hey, Junge! Oha! War das nicht die richtige? Ja, wie danke. Gottlos ist das denn? Oh, nein. Danke. Ah, gib mir ein Dia. Jetzt brauch ich vier Dias. Oh. Ja, oh. Das Ding ist, Ryan hat auch Damage Rüstung mal so. Ja, das passt. Ryan ist mein Gegner. Warte mal, geh weg! Ja, aber 99% nur. Du bist einfach nach links oder rechts. Nein, ist okay. Ja. Okay, erzähl das mal mit dem Richter. Ja, Riney, ich mach Damage Armor Challenge gegen dich. Das Ding ist, ich glaub, du holst das Ding. Viel Glück an jeden, Jungs. Okay, wie abgemacht mit der Gold. Bist du ready? Oh, warte, ich muss Chat ausmachen, gell? Ich hab da einen guten Spot gefunden, den hab ich dir geschickt. Ja gut, aber ich hab weiß jetzt. Der Spot ist perfekt, Riney. Der ist gut rausgesucht. Okay, wir sehen uns, Jungs. Viel Erfolg, Jungs! Und, Leute, nicht vergessen, Chat aus, Chat aus. Am meisten wünsche ich mir selber Glück, so ein Ding. Ey, okay, wollen wir auf dem Weg dahin kurz nochmal besprechen, was wir ausgemacht hatten auf Cam? Ja, machen wir. Wir können ja drüber sprechen. Ich hab natürlich jetzt... ziemlich normal, ja? Ja, ich hab jetzt vorher Resi-Tränke mitgenommen, aber die nutzen wir natürlich nicht. Die muss ich mal vorher noch irgendwo lagern eigentlich. Wenn du mich killst, kriegst du so 8 Feuer-Resi-Tränke. Nein, ich nehme die dann nicht. Alles gut, wenn du sagst, du hättest sie nicht mitgenommen, alles gut. Okay, ja, ich bin wirklich aufgeregt. RGR kämpft jetzt gegeneinander. Das ist, irgendwer hat es schon im Chat geschrieben, letzte Zeit zu live war's. Ryan gegen Riney. Ja. RGR. Ah, das ist traurig eigentlich, Riney. Wir haben hier zusammen gestartet und jetzt müssen wir uns bekämpfen. Ja, aber wenigstens ist es so ein fairer Fight, weißt du? Es ist nicht so ein Fight irgendwie, keine Ahnung, du siehst mich auf offenem Gelände, während ich gerade gegen jemand anderes fight und staubst mich dann ab oder so. Sondern das mache ich dann beim Civil War. Normal.
genau, Regeln. Nee, wir haben jetzt nur ausgemacht, ja, kein Slowness und kein Fire-Resi, ne? Ein Rüstungsset. Genau. Achso, generell oder? Potions nicht, richtig? Ja, genau. Ja, sorry, genau. Generell ja, Potions genau, nicht. Also so, auch so, was dann Effekte betrifft, wie genau Slowness-Pfeile oder sowas. Solche Sachen machen wir nicht. Rüstungssets habe ich jetzt eins einfach dabei, denke ich mal. Ja, ich habe auch noch eins mit. Ja, genau. Ja. Wir machen ein Rüstungsset. Und eigentlich alles relativ normal. Also wir machen jetzt hier keine Special-Regeln, keine Ahnung, dass wir da noch mit, ich habe noch drei Tiger in der Hinterhand, die dich alle angreifen von hinten oder so. Ich habe noch Denji auf dem Server, der greift dich dann gleich an. Oh nein. Ich weiß ja nicht, für wen das schlechter wäre. Nee, aber hier sieht man schon, wir fighten einfach in einem Dorf. Boah, das ist ja dein Zuhause eigentlich. Du hast ja Heimvorteil dann. Ja, ich habe Heimvorteil hier. Ey, ich bin wirklich... Ich weiß gar nicht, gleich geht's einfach los. Ja, ich bin auch richtig nervös, muss ich sagen. Ich habe nicht mal Steak mit, aber Fisch sollte reichen hoffentlich. Ja, dreimal Fisch ist das gleiche im Endeffekt. Ja, ich denke auch. Ich muss mal hier kurz schon mal sortieren. Inventar sortieren. Ich guck auch mal. Ich hab auch vergessen, mehr Webs mitzunehmen, aber ein Steak reicht schon. Ah ja, Bett ist perfekt. Obwohl, lass uns mal irgendwo ein Haus placen. Ja, stimmt. Wieder oben. Genau, das kann man auch dazu sagen. Wir haben auch die Regel gemacht, dass man hier dann respawnt natürlich, dass man dann aber nicht den anderen nochmal downhaut. Oh. Zum Glück ja, guck mal, perfekt. Ja, guck mal, für jeden eins, ne? Ja, perfekt, okay. Ja, also, ich würde nicht sagen, dass ich mich gerade ready fühle. Also, es ging die ganze Zeit, aber jetzt, wirklich in diesem Moment, ist alles vorbei bei mir. Ich fühle mich auch gar nicht ready. Aber wir kriegen das ja, schon hin. Ja, natürlich. Fühle ich mich echt. Ich bin nervöser, als ich dachte, muss ich ganz ehrlich sagen. Randy, du weißt nicht, ich habe nur noch zwei Herzen, aber wenn du mich killst, wollen die Ampelkrieger mich auch einmal töten. Dann bin ich raus aus dem Projekt. Na. Ich muss gewinnen. Warum sagst du mir das jetzt? Ich muss gewinnen. Nein. Ja, okay, du sollst jetzt schon ernst spielen. Nein. Ja, aber jetzt ist so, jetzt habe ich ein schlechtes Gewissen. Weil, weißt du, jetzt ist so, okay, ich gehe nicht mit dem Gedanken rein, okay, dass ich gewinnen werde. So, und selbst wenn ich jetzt gewinne, habe ich ein schlechtes Gewissen. Danke dir nochmal, ne? Gerne. Leute, gleich geht's los, aber ich habe zum Glück den Ampelkrieger Schoko-Melone-Merch an, denn damit werde ich gegen Ryan hoffentlich gewinnen. Erhältlich auf ryanxcold.de. Schaut da gerne vorbei, ist nur noch bis Ende Oktober im Shop. Danach ist der erstmal weg aus dem Shop, Leute. Momentan gibt's auch zu jeder Bestellung eine Autogrammkarte mit dabei, aber es gibt nur 100 Autogrammkarten. Das heißt, ja, bei den nächsten 100 Bestellungen, wenn die weg sind oder wenn die bestellt wurden, dann gibt's auch keine Autogrammkarten mehr. Also müsst ihr besser schnell sein, bevor die ganzen Autogrammkarten kostenlos dazu weg sind. Und wo ist denn jetzt Ryan hin? Wir können starten. Ryan? Ich habe noch mal kurz mit den Leuten geredet. Noch mal mental drauf vorbereitet. Okay. Ich kann es nicht glauben, dass wir jetzt gleich fighten, ne? Oh bis mein Gott, Tod. Okay. Ich kann es nicht glauben, wirklich. Okay. Der erste Fight, das ist auch dein erster Fight, oder? Das ist mein erster richtiger Fight, ja. Okay, ich würde sagen, 3, 2, 1, go. Oh Mann. Oh mein Gott. Nein! Können wir kurz pausieren? Warum? Schatz, hast du einen Pfeil für mich? Ich habe meine Pfeile weggepackt. Das lasse ich so drin. Ich habe die einfach weggepackt. Oh Mann, ey. Okay, jetzt bin ich ready. Ich wollte gerade schießen, aber es ging nicht. Das ist crazy. 3, 2, 1, let's go. Okay, oh Mann, ey. Ohne Pfeil. Das ich bin richtig gespannt. Krass. Hast du trainiert vorher? Oh, ja, ein bisschen. Da kam der erste Hit. Bogen bin ich nämlich nicht so gut mit drin, aber das wird hauptsächlich ein Bogenfight. Ja, das sagst du so. Nein, bin ich wirklich. Jetzt hast du mich schon zweimal getroffen. Ja. Oh. Boah, da hatte ich einen Mini-Lag. Oh, die Enderperle. Oh, jetzt bin ich nervös hier. Das gibt auch noch Fallschaden, Ryan. Jetzt geht's los hier. Oh mein Gott. Oh boy, ich habe mich mal nebenbei kurz gemütet, Leute. Ich bin sehr gespannt, wie es wird. Ich denke, eigentlich bin ich mir sehr sicher, dass ich gewinnen werde. Ja, die Aufregung kickt auf jeden Fall. Ja, bei mir auch. Ich bin so am Zittern. Okay. Oh nein, die war richtig trashig. Ja, egal. Nein! Oh. Da habe ich schon die ersten Fehler gemacht. Das ist nicht gut. Ja, ich aber wollte Nahkampf, du tust halt aber besser gerade als ich. Ja, das stimmt. Rüstung müsste ich mehr haben. Nimm mit!
Oh. Ich bin zu aufgeregt. Ich esse auch kein Geld. Ich kann das alles nicht. Ja, du bist, es war alles okay, bis der Fight gestartet hat. Du hast natürlich auch noch vorher nie richtig Minecraft PvP gespielt, oder? Nee, das ist ja das Ding. Nee, okay. Ich bin zu sehr am Zittern. Das wird nix. Ach. Okay, nee. Da gappen wir mal lieber kurz rein. Lieber auf Nummer sicher gehen hier. Check ich. Oh, schöner Hit. Oh, danke. Schöner Hit natürlich. Oh. Das nehmen wir natürlich mit, lieber. So, du hast deine Hotkeys jetzt eingerichtet, ne? Jetzt droppst du hoffentlich nichts beim Fight. Diesmal habe ich endlich mal meine Hotkeys, sodass ich hoffentlich im Fight nichts wegwerfen werde. Wenn ich es jetzt noch wegwerfe, dann habe ich es aber auch verdient. Oh, Shieldbreak, glaube ich. Hey, warum? Ich kann sagen, warum komme ich da nicht raus? Finde ich gar nicht so schlecht. Oh, du musst dich löschen, Riley, du musst dich löschen! Okay. Ich hoffe, du hast genug Webs mit, auf jeden Fall, so viele wie du playst. Ich hoffe auch. Kann ich mal kurz mein Wasser rein, das wäre nett. Okay, danke. Okay, gut, dass du dich wegpölst, sonst hätte ich mich gleich wegpölen müssen, solange ich im Web hier drin stecke. Ich habe kurz überlegt. Da dachte ich aber, ja. Nahkampf habe ich jetzt reingeschaut. Da warst du besser, glaube ich. Ich weiß nicht, also das war gerade nicht schlecht. Oh mein Gott! Kein Hit? Hä? Das ist crazy! Der war schön. Oh, das ist immer, wenn dieses Schild dann irgendwie noch so blockt, wo man es nicht ausgewählt hat, das ist immer krass. Das schon wieder? Hä, das war der dritte Hit oder so. Ich das Gefühl habe, ich treffe dich. Aber dann war es doch kein Hit. Das ist immer dieses, man leuchtet dann auch, ne? Ja, genau. Ah! Okay, deine Webs nerven auf jeden Fall ordentlich. Ja, ich hoffe es. Das ist der Plan dabei. Im Nahkampf habe ich eigentlich gar keinen Bock auf dich. Boah, ich finde es aber krass, wie schnell die Rüstung teilweise kaputt geht, ne? Hast du so eine Prozentanzeige drin? Ich habe nicht Prozent, ich habe wirklich die Zahl. Ah, okay. Weil ich habe das erst jetzt extra reingemacht. Hättest du einstellen können, tatsächlich. Ja, Prozent ist okay. Ich habe das extra reingemacht vorher. Ich hatte vorher die Mod nicht mal und ich sehe jetzt erst... Ja, ich auch nicht. Ich habe die auch heute Morgen installiert. für unser Fight. Geil. Oh, ich hasse dieses, wenn du anfängst zu brennen und ich denke mir, okay, ist ein Hit. Und dann kommt aber nicht dieser Sound. Okay, interessant. Ach, Lava auf. Boah, jetzt. Was war das? Was war das für ein Sound? Mein Teams. Ist das ein Problem? Nein, ist nicht schlimm. Okay. Hey, das kann nicht sein! Okay, kurzer Mental Reset hier. Ich glaube, ich verkacke gerade. Ja, du hast dich sogar gelöscht, ohne dass ich was gemacht habe. Ja, ich habe das kassiert und dachte, okay, ich muss mich löschen, aber musste ich gar nicht. Nämlich halt das Wasser hier. Drin. Wobei, könnte gut sein, ne, für Bogenhits, aber dann brennt es natürlich nicht. Nee, das Shaken geht gar nicht. Im Nahkampf. Das Shaken geht ja gar nicht. Boah, ich muss sagen, ich kann null einschätzen, wie deine Rüstung ist. Kurz auch nicht gesehen, wo du hin bist. Ja, lass mal kurz reden drüber, oder? Ja, bei wie viel Prozent bist du so? Kann ich dir nicht sagen, muss ich jetzt ausrechnen, da habe ich jetzt gar keinen Bock drauf gerade. Okay, ja, bei Durability dann. Ich bin bei 100.
Prozent. Okay, Leute, ich habe mich mal kurz gemütet hier. Ich muss mich echt mehr anstrengen. Ich bin bis jetzt echt nicht so gut dabei eigentlich. Da geht auf jeden Fall mehr. Seine Webs sind auch gut nervig. Ich bin gespannt. Also Nahkampf kann ich eigentlich besser, aber irgendwie habe ich bis jetzt hier gar nicht gut performt im Nahkampf, muss ich ganz ehrlich sagen. Wow! Dann müssen wir ein bisschen besser... Oh, meint er ist low? Ich gehe mal hin. Oh, den hat er, glaube ich, nicht durchbekommen, den Gap. Das heißt, jetzt noch ein Bogenhit. Oh, okay. Nochmal kurz resetten, was essen. Ich glaube, der war relativ low, Leute. Da warst du low, Rhiney, oder? Da warst du low, glaube ich, gerade. Ja, schon nicht wenig. Und jetzt Goldapfel essen, also, ohne Blöcke zu platzieren. Also, ich war jetzt nicht so low, aber... Hä? Okay, ich meinte, und jetzt ein Goldapfel essen, ohne Deckung zu suchen vorher. Ja. Ey, das kann nicht sein. Was sind das für Hits hier auf einmal? Ja. Wenn ich mich einmal an jemanden gewöhnt habe, dann hätte ich eigentlich echt gut. Ja, ich merke schon. Okay. Digga, dein Team! Ja, ich weiß auch nicht, was da los ist! Ey! Okay. Alter, was ist denn jetzt ein Endermite hier? Ey! Also ich muss sagen, so wie das gerade läuft, bereue ich ein bisschen, dass mein Helm nicht voll war. Oh ja, oh, was? Dein Helm war sogar nicht voll? Ja. Okay. Das ist natürlich eine gute Information. Oh, das war schlecht. Okay, ich muss mich mehr konzentrieren. Die Bogenhits, die müssen drin sein jetzt. Oh Leute, ich konnte mich auch nicht richtig warm spielen, das ist ein bisschen ärgerlich. Ich habe bis jetzt nur, ich habe zwei Games auf Gomma habe ich geschafft, schnell zwei UAC-Games. War schön. Was mir natürlich auch nicht für Bogen was bringt. Oh, der snackt schon wieder einen Goldapfel. Oh, noch ein Hit. Am Anfang habe ich ihm mehr Hits gegeben, aber ich glaube inzwischen hat er mir mehr Bogenhits gegeben und generell mehr Damage gedrückt, aber ich kann es nicht richtig einschätzen. Ist auf jeden Fall besser, als ich dachte. Nee, das mag ich nicht. Lass mich dich öfter treffen, bitte. Nein, danke. Ungefähr so, oder? Ja, so ist gut, so ist gut. Ey. Das gefällt mir. Okay. Warst du low? Hälfte, würde ich sagen. Ja, okay. Das wird hier langsam richtig kritisch. Ich glaube, ich sehe richtig doof aus beim Fight. Der Hit war krank. Was war das denn für ein Predict? Ja, der war heftig. Das finde ich gar nicht gut. Heimvorteil ausnutzen. Hey! Hat nicht so geklappt, der Heimvorteil. Das ist krank. Das gefällt mir nicht. Ich finde das gerade sehr gut. Nee, ich nicht. Es ist wirklich immer, wenn einer von uns trifft, dann hat er so ein Dings auf dem anderen. So ein. Ja, dann treffen irgendwie mehrere direkt immer, ne? Ja. Spammt er hier. Ich muss eklig spielen. Ich habe keine Chance gegen dich im Nahkampf. Wo ging die Perle hin? Ach da. Oh mein Gott. Okay. Kurz muten, Leute, damit ich mich nicht hört. Ich glaube, ich muss mehr auf Nahkampf gehen, damit ich ihn fertig machen kann. Kurz neue Enderperle nehmen. Oh, da bist du. Ja, mach mal. Oh, das gefällt mir, Rani. Nahkampf finde ich gut. Komm ruhig wieder. Nice. Das gefällt mir nicht so.
Oh, das hätte ich treffen müssen. Was? Du hast gebrannt. Oh. Ich schwöre. Das hatte ich vorhin auch ganz oft bei dir. Schon irgendwie 5 Hits oder so, wo ich dann aber das Schild getroffen habe. Das ist so ärgerlich immer. Okay, nochmal ganz kurz muten mit drin, Leute. Das ist immer ein bisschen schwierig. Ich muss da auch immer manchmal den Hotkey drücken, um mich zu muten, damit ich euch erklären kann, was mein Plan ist. Es ist auf jeden Fall schwierig. Ich glaube, wir haben jetzt ganz gut aufgeholt durch den Nahkampf teilweise. Langsam werde ich warm. Bogen ist halt echt eine große Schwäche von mir. Das muss ich noch super viel trainieren. Und deswegen hat es mich auch so irritiert, dass ich beim Nahkampf so reingechoked habe von gegen ihn, weil das war meine einzige Chance, sag ich mal. Gerade ist mein Plan immer, passt auf, der geht nämlich immer in den Nahkampf. Dann placed er teilweise Webs. Und was er ganz oft macht ist, wenn ich in den Nahkampf gehe, dann gibt er mir einen Hit, versucht dann mein Shield zu breaken und versucht dann mit dem Bogen mich zu hitten. Das heißt, bis jetzt versuche ich eigentlich immer dann ganz gut, wenn er in den Nahkampf geht und ich merke, der will mein Shield breaken, versuche ich rechtzeitig das Schild wegzunehmen für Schwert, gebe ihm einen Hit, er kann mein Shield nicht breaken und dann versucht er mal zu bowspammen, aber ich habe noch ein Schild, damit kriege ich immer ein paar Free Hits auf ihn drauf. Oh nein, es wird Nacht. Oh. Oh nein. Ja, das ist nervig. Aber so viel wie ich blocke hier, mein Schild muss ganz schön was mitnehmen. Ich konnte das nicht darauf blechen. Das ist krank. Ja, jetzt geht das hier los. Ich predikte dich hier langsam, Rainy. Ich hab dich durchschaut. Ja, jetzt geht wieder das mit dem Bogen los. Dann versuchst du das Schild zu breaken, Rainy, aber funktioniert nicht. Dann versuchst du gleich wieder mit dem Bogen mich wegzustoßen. Ah. Da habe ich kurz nicht hingeguckt, ich habe ihn verloren. Ach, da hinten ist er. Der ist ja ganz schön weit abgehauen. Ich glaube, der war echt low gerade. Vielleicht hätte ich da mehr weiter committen müssen. Mein Helm hat auch nur noch 33%. Ich kann gar nicht einschätzen, ob ich inzwischen aufgeholt habe, dass sein Helm low ist. Meiner war ja auch nur auf 99%, aber ich glaube, da hat nur ein Durability gefehlt. Deswegen ist es nicht ganz so schlimm. Oh! Boah, schade, das wäre so schön gewesen. Boah, hier ist das Gras auch echt nervig. Wieder weggepölt, ne? Jetzt, ich glaube, er panikt langsam ein bisschen, Leute. Das war auch ein bisschen mit meinem Plan. Ihn ein bisschen nervös machen, damit er so ein bisschen panikt. Der hat nämlich jetzt gerade schon ein paar Mal, glaube ich, sich weggepölt, obwohl er sich gar nicht hätte wegpölen müssen. Ich habe ihm ein, zwei Hits gegeben oder so und der ist direkt abgehauen und gepanikt. Da kann er ja gar nicht so low gewesen sein dann. Oh, oh, das gefällt mir nicht. Jetzt kommen hier Zombies an, ey. Ich muss mich wegpölen. Das für die Zombies ist zu nervig. Ich kann nicht in den Zombies fighten mit Bogen auch noch. Jetzt panik ich hier gerade wieder. Boah, ich habe lange nicht mehr getroffen, ne? Ach komm. Wir müssen so machen. Da kommen gleich auch Zombies auf ihn. Okay, er pölt sich auch weg. Er versucht jetzt komplett Fernkampf zu machen. Ist auch smart leider, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich snack noch mal einen Goldapfel. Okay, der haut komplett ab. Mein Helm hat nur noch 27%, Leute. Ich muss überlegen, wie ich es jetzt mache. Er pölt super viel. Was hat er vor? Ich muss irgendwie safer spielen jetzt oder wieder mehr Nahkampf. Ich glaube, ich gehe auf Nahkampf ein bisschen. Mein Helm ist langsam kaputt und mein Schild ist auch relativ down, aber ich habe zum Glück noch eins mit. Ich glaube, er sieht mich nicht. Jetzt ist gepölt. Wohin? Alter, jetzt ist ein Creeper. Wo bist du? Moin. Oh, moin. Hey, ist full mute. Aus Versehen, falsche Taste gedrückt. Nein, nein! Ey, was soll denn das mit den ganzen Creepern hier? Mann, ey. Deswegen bin ich von da unten weggegangen. Ich hatte gar keinen Bock mehr. Ey, das ist gerade gar nicht gut für mich. Jetzt sind hier Zombies. Ey, das ist richtig kritisch. Wir hauen nochmal ab. Ich will schon mal zur Sicherheit mein Schild switchen, bevor das gleich im Fight kaputt geht. Boah, 23% auf dem Helm. Oh, ich war gar nicht gemutet. So viel auf dem Helm 13, 23% auf dem Helm. Er sagt sogar gerade. Nein! Hör auf, Junge! Digga, die Zombies, ich hab gar keinen Bock. Ja, es wird schon wieder Tag. Schöne Enderperle.
Danke. Okay. Oh, oh. Ach, wie hat das denn gehittet? Ich hab auch schon geblockt. Muss mir ja nachkommen kurz. Leute, mein Helm geht gleich kaputt. Ich weiß nicht, was ich machen soll, Mann. Ich choke richtig rein gerade im Fernkampf. Wir können natürlich jetzt versuchen, ich muss mich ein bisschen beruhigen und wieder mehr Bow-Aim machen, glaube ich. Wenn wir da gut treffen, dann wird das. Aber ich habe nämlich auch nur noch 4 Enderperlen. Ich habe es nämlich leider nicht mehr geschafft, noch mehr vorher zu farmen. Ich brauche eigentlich mehr Enderperlen. Die letzten 4, die muss ich gut nutzen. Ich glaube, der hat viel mehr. Der hat sich ja schon so oft gepellt. Guck mal, wie war das wieder kein Hit gerade? Ich check's nicht. Nee, ich wusste, dass er trifft. Oh, ich hab ganz viele Schüsse schon gehabt, die hätten sitzen müssen, ey. Und Rani, dein Helm geht gleich kaputt, glaube ich. Deine auch? Nee, ich hab noch 100, wie gesagt. Nee. Ach so. Ich zieh meinen Helm gleich einfach aus. Wenn ich den aus hab, dann kann er nicht kaputt gehen. Das ist so smart. Du hast mich gerade so viel besser mit Pfeilen gehittet, das ist gar nicht gut. Boah, Wasser ist ja so nervig. Ja. Ich sehe auch gar nichts. Rainy? Ah, da hinten, Alter! Oh. Ich bin so weggeschwommen. Ich dachte irgendwie, du hättest dich rausgepölt schon wieder. Oh. Hab ich. Ja, Digga, ich kann nicht. Ich treff nicht mehr. Ich hab getroffen. Ja, einmal. Jetzt aber wieder nicht. Ja. Ich treff gar nichts mehr. Raus aus dem Wasser. Ey, der geht echt lang, der Fight. Das hätte ich nicht gedacht. Danke. Ich weiß nicht, dass du das nicht gedacht hättest. Nee. Ich wegen dir einfach generell. Irgendwie hätte ich nicht gedacht, dass es so lange dauert, so ein Fight. Keine Ahnung. Ja. Ja, ich muss halt defensiv spielen. Ich glaube, die Leute werden mich auch hassen dafür, aber nein, alles andere wäre dumm von mir gewesen. Das ist ja nur smart. Und Hit! Schade. Oh, der war knapp. Digga, manche Face-Offs sind von uns so schlecht. Weil keiner trifft, meinst du? Jetzt geht das hier wieder los, Rainy. Komm in den Nahkampf, komm in den Nahkampf. Irgendwann muss er kommen. Okay. Zack. Boah, das ist krank! Wieso hittest du so viel besser gerade? Ich bin eingespielt jetzt, Rainy! Ich bin nicht mehr nervös. Ich war gerade zu nervös. Jetzt geht's aber los hier. Ach, schade. Ich hatte gehofft, du siehst mich nicht. Oh! Da wolltest du aufs Dach, glaube ich, ne? Das nee. Echt? Wollt hinter dich? Das ist ja krass. Ja. Ich mag dich. Achso, ist nett. Danke. Ich mag dich eigentlich auch, Randy, aber ich musste jetzt ein Herz haben. Stimmt, du trägst das Amulett auch gar nicht, ne? Keiner von uns hatte das gerade an, weil die Person, die es hat, die hat es ausgestellt. Was? Wer hat was ausgestellt? Die Person, man kann das hier ausstellen vom Dings her. Achso. Achso, von der Sicht meinst du? Ja. Ich dachte den Effekt auch. Jojo, stimmt. Ich hab die Tür aufgemacht. Hey, das ist wichtig. Du wolltest ja deinen Villager-Kollegen besuchen. Endlich habe ich mal wieder was getroffen. Nur 12%, Leute. Das macht mich ein bisschen nervös. Der muss doch eigentlich super low auch sein, oder? Vom Helm her. Also ich glaube, ich geb mal nochmal, weil ich habe auch Hunger. Ich bin mir gerade nicht sicher. Ich habe ihm doch jetzt inzwischen, glaube ich, mehr Hits ausgeteilt. Ich glaube... Der muss einigermaßen low sein. Ich muss den jetzt einfach weiter paniken. Ich bin unterwegs, Rainy, ich bin unterwegs. Gleich bin ich da. Hätte ich dir mal keinen Pfeil gegeben. Dann wäre der Pfeil dir ganz anders. Oh.
ist er weggemacht. Ich glaube es nicht. Hat er das nächste Wasser? Ich glaube es nicht. Na klar. Ey, kannst du mal aufhören? Wie viele Dingens ist denn hier? Ja, ja, das war's, Digga. What the fuck? Das ist gar nicht gut, Leute. Ich wollte ihm ordentlich Damage drücken, damit er stirbt. Problem ist, ich habe jetzt keine Enderperlen mehr. Das habe ich nicht gesehen. Ich wollte eigentlich einen übrig lassen, aber ich muss mich einmal aus dem Web rauspöllen, weil ich da nicht richtig rausgekommen bin. Aber mein Helm ist auf 6%. Seiner muss super niedrig jetzt sein. Aber ich kann mich jetzt halt nicht mehr an den Angriff pöllen. Das heißt, meine Bogen jetzt müssen jetzt sitzen. Nein! Zack. Nein! Ist das stimmt? Ich hab vor allem nur einen Dia-Helm, der darf nicht kaputt gehen im Fight, Leute. Ich muss den reparieren. Ich hab keinen Bock, mir einen neuen zu craften. Enderperlen rein. Und ich werde seinen nicht kriegen, weil er wird sterben. Der wird kaputt gehen dann. Und der hat gerade gesagt, der packt Enderperlen rein. Das heißt, er hat noch mehr. Was das angeht, ist er auf jeden Fall besser vorbereitet. Ich hätte gedacht, dass 1,5 Stacks reichen. Aber tut's nicht. Kann nicht sein, dass ich nichts mehr treffe. Oh. Ich bin gespannt, von wem der Helm jetzt gleich kaputt geht. Ja, meiner ist noch auf 100. Echt? Scheiße, meiner nicht mehr jetzt. Es kann nicht sein. Du bist besser. Es ist raus. Was? Ich? Achso, danke, Mann. Oh. Ey, hätte ich mal Enderperlen noch, Mann. Ich brauche nächsten Fight, wenn ich nochmal kämpfe, mehr Enderperlen. Ey, es ist so spannend gerade. Ich kann nicht mehr. Er haut komplett ab. Was ist denn das Enderperlen-Gespam hier, Ryanny? Ich muss auf Abstand. Nein, ich musste essen. Ich musste Goldapfel essen. Dann schmeiß doch eine weite Enderperle, nicht drei. Ich kann das. Ich bin nicht so gut in Enderperlen. Ich kann das noch nicht. Ich hab noch nie mit Enderperlen gefightet. Ah, okay, okay. Ja. Ich glaube, am Anfang hatte ich echt einen guten Vorteil, was Bogenhits anging, aber jetzt gerade ist gar nichts mehr. Immer wenn du sagst, dass du nicht triffst, triffst du mich. Immer wenn ich das sage, ich wollte es auch gerade. Es ist wirklich. Mein Helm geht gleich kaputt. Nein. Ich habe 1%, Leute, der ist gleich weg. Ich will wenigstens deinen Helm kaputt haben. Bitte nicht, ich habe nur einen. Das ist danach ja mein. Ah, nee. Nee, der geht ja auch kaputt. Hey, ich verliere den Fight. Wieso habe ich so viel weniger Armor? Ich check es nicht. Wieso hält sein Helm noch? Habe ich kein Unbreaking da drauf? Oder irgendwas? Unbreaking 3 doch. Ich habe ihm noch mehr Hits jetzt gegeben am Ende, oder nicht? Jetzt bin ich tatsächlich wieder nervös. Das ist gar nicht gut. Ich darf halt nicht paniken. Aber das macht mich gerade super nervös. Ich habe keine Enderperlen. Mein Helm ist fast kaputt. Ich könnte tatsächlich verlieren. Weiß dann, wohin der nächste fliegt. Wie knapp die immer, die werden immer knapper bei ihm. Jeder Schuss wird knapper. Bei mir ist nice. Okay, ich muss Full Concentrate machen. Nice, das war ein schöner Hit. Der darf mich halt nicht mehr treffen. Ich glaube, ein Hit und mein Helm ist weg. Oh, Alter, ich dachte, der trifft. Okay, was machen wir? Das ist so dumm, dass ich keine Enderperlen mehr habe. Nein, mein Helm ist kaputt. Sein Helm ist kaputt. Wie ist der kaputt vor seinem? Ich check es nicht. Ich weiß nicht, wie der Pfeil abgepeilt ist. Ich muss jetzt kurz ein. Pölt er sich wieder weg? Ja, der hat so viele Enderperlen, das ist wirklich ein Vorteil, Leute. Kein Helm mehr, das ist ganz kritisch. Aber ist noch nicht vorbei. Aber jetzt kriege ich halt viel mehr Damage, ne? Meine Hose ist halt auch fast kaputt. Wenn die kaputt geht, war es das. Wie hast du das geblockt, das ist krank? Nein! Alter, was mache ich? Hallo? Ich hab mich schnell weggepackt. Hallo? D-
Du redest nicht mehr. Digga, ey, ich hab aufgehört zu schlagen. Ich dachte, du hast ein Disconnect. Ey, ich komm hier nicht raus. Was ist denn das? Ich dachte, du hast ein Disconnect. Ich dachte, du hast... Nein. Okay, Helm kaputt. Ich hätte es nur draufgeschlagen. Oh, mein Wasser wieder. Och, Mann. Ich dachte so sehr, du hast ein Disconnect. Schuhe 4%, Leute, das ist gar nicht gut. Ey, ich verliere gerade. Das kann nicht sein. Wieso verliere ich? Ich hätte nicht dingsen sollen. Ich hätte ihn nicht verschonen sollen. Ich hätte so drauf gehen sollen. Ich penne gerade so hart. Oh Gott. Nein. Ich dachte, er hat einen Disconnect. Der Arme. Ey. Du warst auch so stark. Ich war so sicher, dass du Disconnect hattest. Ich habe auch einen Byte vor Free kassiert, weil ich meinen Mute-Button gesucht habe und dann habe ich mal wieder auf N geklickt und Full Mute gemacht. Ich habe auf einmal nicht mehr angegriffen, weil ich dachte, okay, jetzt ist auch so. So will ich jetzt nicht irgendwie, keine Ahnung, falls es over ist. Ey, jetzt regnet es, jetzt muss ich nicht mehr löschen, das ist ja krass. Wie low warst du, als du da drin warst? Hälfte. Okay. Also war aber schon knapp. Ey, dass ich keine Enderperlen habe, ist ein Problem jetzt gerade so richtig. Dadurch konnte ich da auch gerade nicht raus. Meine Schuhe haben 3%, 2%. Ich glaube, das war's. Ich kann mich schon verabschieden vom Projekt eigentlich. Ich habe ihn echt unterschätzt. Der Hit. Hey, Rani, das ist so knapp, ne? Das ist wirklich ein sehr schöner Fight. Ich bin sehr stolz. Gaps werden auch immer weniger. Er wollte sich löschen. Ja. Die Automatik, das ist zu krass. Die hab ich nicht. Du wolltest dich schon wieder löschen. Hör auf, so gut zu sein. Man sieht die Pfeile gar nicht mehr. Ja, das stimmt. Deine Taktik, Ryan. Wie du da oben auf einmal warst. Wo bist du hin? Endermite hat mich genervt. Wo bist du? Immer noch hier. Digga, du bist ja immer noch da oben. Na klar. Warum sollte ich hier runter? Weil ich dich runterhole. Oh ja, hier kann man sich nicht so gut löschen. Moin. Servus. Oh mein Gott! Nee. Oh, ich schön, verliere, das Alter. Das kann nicht sein. Ich glaube nicht, dass du verlierst. Doch. Ich mache. Du hast mir ja viel mehr meine Rüstung gedraint. Na, weiß ich nicht. Huh, wo ist deine Brustplatte? Nee. Ich dachte wirklich gerade, wo ist deine Brustplatte? Das sah für mich gerade so aus, als du da geaimt hast. Die ist weg, Rani. Du hast meine Brustplatte zerstört. Nein. Bitte nicht in Nahkampf gehen jetzt. Dann habe ich verloren. Okay, ich krieg den Award für den ekelhaftesten Spieler im ganzen Spiel. Oh. Das ist gar nicht gut, ich hab kurz weggeguckt. Oha, das war so knapp, schade. Ich war auf anderthalb. Schade. Oh, schon krass. Dass ich keine Enderperlen hab, das bricht mir das Genick. Er hat noch mehr. Junge, wie viel 6 Enderperlen hast du? Er macht einfach Fortnite. Cool, ich muss kurz runterkommen, ich zitter zu sehr. Deswegen muss ich kurz.
liegt da einfach gar nicht. Was ist denn das? Was? Ich hab nicht gehittet, weil er eine Enderperle geschmissen hat. Hä? Wieso ist seine Enderperle nicht angekommen, Leute? Das kann nicht sein, ey. Ich check's nicht. Oh mein Gott. Ich check's nicht. Hast du nicht eine Enderperle geschmissen? Ja, direkt hinter dich. Direkt hinter dich. Ach so, ich dachte, du hast sie nach da angeschmissen. Ich hab gewartet, bis sie weg ist. Oh mein Gott, nee. Ich war noch übel. Ich hab noch übel viel Leben. Ich war 8 Herzen oder so. Scheiße. Ich wollte da voll all in. Wie voll waren deine Schuhe noch? Oh mein Gott. 18 haben die jetzt noch. Genau 18 jetzt quasi. Die haben ultra viel. Krass. Ja, die hatten noch echt viel. Das ist krass, ich check nicht warum. Oh mein, na ja, gut. Ich weiß auch nicht, wie das so ist. GG's, Digga. Das ist hart. Digga. Bro, ich bin gerade noch so am Zittern. Aber ich muss halt, man muss halt ehrlich sagen, wären wir hier full auf Nahkampf gegangen, dann hättest du mich hier halt komplett wegrasiert. Deswegen musste ich halt so auf. Was mir das Glück gebrochen hat, ich hatte keine Enderperlen mehr. Also schon seit der Hälfte des Fights oder so hatte ich keine Pearls. Und du hast dich durchgehend weggepearlt und ich konnte nichts machen, um hierher zu kommen. Oh mein Gott, jetzt pack ich's. Ja. Ja, okay. Ja, krass. Also das Schild behalte ich auf jeden Fall als Trophäe. Was ist mit deinem Greifhaken los? Ja, der ist fast down. Hast du gar nichts behalten? Nee. Doch, dein Schwert und sowas alles. Ja, aber meine Rüstung ist komplett weg. Guck mal hier. Also ich hab gar nichts mehr jetzt. Ja, komm. Ach, danke, ich geb dir so eine Rüstung. Echt? Boah, Ehrenmann. Ey, GG's, ehrlich. GG. Oh mein Gott, ich bin wirklich gerade noch so hibbelig. Das ist krank. Ich bin auch unter Schock. Ich hätte nicht gedacht, dass ich verliere. Ich bin richtig down. Ich glaube, das hätte keiner gedacht. Alter. Weil wirklich, es wurden, egal was für Rankings es waren immer, oder was für, okay, wer gewinnt welchen Fight war immer okay. Je nachdem, welche Community hat halt gesagt, der gewinnt. So. Aber bei dir war übergreifend einfach, ja, Ryan hat. Ja, alle haben bei mir in die Kommentare geschrieben, du musst trainieren. Ich hab mir halt, du hast halt gesagt, mit dem Fernkampf, du hast mir halt diesen Tipp gegeben, muss man sagen. Du hast mich zu dem gemacht, was ich heute bin. Oh mein Gott, GG's. Ich geh mal weinen, ne? Brauchst du noch, warte, komm, ich geb dir noch ein paar Enderperlen. Warte, du brauchst ein bisschen Essen, ne? Am besten. Essen wäre super. Na, hier, da geben wir die mal so. Boah, danke. Und hier. So, ist so. Boah, Ehrenmann. So, GG's auf jeden Fall. Wir sehen uns. GG. Jo. Ampelkrieger. Bis dann. Oh, du bist auch Ampelkrieger, let's go. Auf Wiedersehen. Ich bin down, Leute. Ich überlege gerade komplett zu quitten jetzt. Die Ampelkrieger wollen mich jetzt sowieso töten. Das war's eigentlich gefühlt. Ich check nicht, wie ich verloren habe. Ich check es wirklich nicht. Also ich habe am Anfang richtig reingechoked mit Nahkampf und mit den ganzen Webs und so. Das war auf jeden Fall richtig schlecht. Aber ich check's trotzdem nicht, um ehrlich zu sein. Also, dass seine Rüstung so viel mehr noch hatte. Ich hatte das Gefühl, dass ich am Ende mit dem Bogen ihm sogar mehr Hits gegeben habe, aber anscheinend ja nicht. Ich verstehe es nicht. Ich bin sehr gespannt, was ihr mir in die Kommentare schreibt, woran es gelegen hat. Ich verstehe es wirklich gerade gar nicht. Das war's mit der heutigen Folge Minecraft Helden. Vielleicht sogar dann mit die vorletzte. Ich weiß es auch nicht. Und ja, auf Wiedersehen.